Heute schauen wir uns mal das Kratzer-Entferner-Set an von Sonax. Das hier ist ein komplettes Set, das so von Sonax angeboten wird, damit man auch Kratzer, Schrammen oder auch Farbspuren vom Autolack wieder rauspolieren kann. Alles, was man dazu braucht, soll hier in diesem Paket enthalten sein. Von daher würde ich sagen, testen wir heute mal dieses komplette Set. Und wenn wir uns das Ganze hinten mal anschauen, dann haben wir hier drei Schritte, die durchzuführen sind. Als erstes müssen wir den Lack anschleifen. Dazu gibt es einen Polierstempel mit Polierblüten. Dazu werden wir dann auch tieffache Kratzer anschleifen, um diese dann im Endeffekt wieder rauspolieren zu können. Und dazu kommt dann der zweite Schritt, das Vorpolieren. Und dazu werden wir dann die erste Politur anwenden, um sozusagen das Angeschliffene wieder mit dem Kratzer rauszupolieren. Und anschließend kommt dann die Finish-Politur, so wie wir das kennen. Im letzten Gang wird dann alles nochmal angeglichen. Die letzten Hologramme und letzten Mikrokratzer werden mit rauspoliert, sodass wir im Endeffekt dann hoffentlich ein schönes Endergebnis haben. In der Verpackung selbst können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen. Und zwar haben wir hier einmal die zwei Polituren, die Vorpolitur, die Finish-Politur. Dann den Polierstempel und dann haben wir hier einmal die Polierblüten, sind vier Stück insgesamt und einiges an Poliervlies. Damit nehmen wir dann die Polierrückstände wieder runter und damit wir auch einen schönen sichtbaren Kratzer haben, liegt der Schlüssel schon bereit. Und deswegen werden wir jetzt hier einfach mal einen Kratzer erzeugen. So, da ist der Lack auch schon ein bisschen weggeflogen. Und ja, der ist auf jeden Fall ordentlich. Man hört ihn auch, also wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe. Na, da könnt ihr es hören, da bleibe ich im Kratzer hängen. Im ersten Schritt werden wir jetzt den Kratzer, wie vorhin vorgelesen, anschleifen, das heißt, Polierstempel ist hier vorne mit der Polierblüte bestückt und damit werden wir gleich den Kratzer erstmal anschleifen. Dazu müssen wir vorher noch kurz hier die Fläche ein bisschen anfeuchten und dann geht es jetzt darum, in kreisenden Bewegungen die Fläche anzuschleifen. Und man hört es auch, also es ist wirklich ein Schleifprozess hier. Man merkt richtig, wie die Schleifblüte über den Kratzer, über die Kanten hier hin und her gleitet und daher kommt dieses raue Geräusch. In der Anleitung stand auch, dass man das Ganze in kreisenden Bewegungen machen soll. Deswegen werden wir das hier auch so durchführen, damit wir das so gut wie es geht anhand der Anleitung nachmachen. In der Anleitung steht auch, dass das je nach Tiefe des Kratzers einige Minuten dauern kann. Aber das kennen wir ja schon von den Handpolituren, die wir auch schon in anderen Videos angewendet haben. Das ist halt immer eine Geduldsaufgabe und je nachdem, wie intensiv der Kratzer ist, und hier haben wir definitiv einen tiefen Kratzer, dann dauert das schon mal ein bisschen und deswegen werde ich jetzt hier mal mit Geduld noch einige Minuten aufwenden müssen, um das Ganze hier so gut es geht rauszupolieren. Man merkt auch beim Schleifen, dass der Kratzer immer schwächer wird. Wenn ich jetzt hier mit dem Fingernagel drüber gehe, dann gibt es noch wenige Kanten, wo ich am Kratzer hängen bleibe und vorhin war er deutlich spürbar, also als ich vorhin zu Beginn hier mit dem Kratzer, ach mit dem Fingernagel über den Kratzer gegangen bin, hat man deutlich gemerkt, dass da eine gewisse Tiefe da ist und das fühlt sich schon deutlich besser an. Um ein bisschen mehr Druck aufwenden zu können, habe ich jetzt die Polierblüte hier zwischen die Finger geklemmt und vom Polierstempel abgemacht. So kann ich ein bisschen mehr Druck erzeugen und den Kratzer noch besser treffen, die Kanten vom Kratzer noch besser treffen und das ist für mich gerade so ein bisschen die bessere Variante. Anschließend sollen die Politurrückstände mit dem beiliegenden Polierfließ abgewischt werden,
Also damit einfach hier die Rückstände abnehmen. Dann wird hier gleich eine etwas mattere Fläche zurückbleiben, da wir hier ordentlich an Lack abgerieben haben. Und deswegen haben wir jetzt hier noch den Kratzer. Allerdings täuscht das Ganze ein bisschen, denn er fühlt sich deutlich angenehmer an. Also er ist definitiv nicht mehr so tief und deswegen haben wir hier an der Tiefe schon ein bisschen reduzieren können. Und jetzt gehen wir in den zweiten Schritt über, sodass wir jetzt hier mit der Politur weitermachen. Dazu tragen wir jetzt die erste Politur auf und geben diese hier auf den Kratzer drauf. Und jetzt müssen wir laut Anleitung wieder den Polierstempel nehmen, ein neues Vlies, den Polierstempel hier reinwickeln. Und damit wird jetzt weiter poliert. Ich verteile das Ganze jetzt erstmal hier. Und wie vorhin auch, es ist halt eine Geduldsaufgabe. Und bei einem intensiven Kratzer ist das Ganze nicht in 10 Minuten erledigt. Man muss da schon ordentlich Aufwand betreiben, wenn man mit der Hand poliert, um auch so einen sichtbaren Kratzer rauszupolieren. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch mal kurz die Überschüsse ab. Dazu nehme ich noch mal das Vlies von vorhin, damit wir uns anschauen können, wie weit wir fortgeschritten sind. Und ich denke, das Ganze sieht schon richtig gut aus. Also man sieht, dass der Kratzer minimiert wurde. Allerdings haben wir immer noch sichtbare Reste. Und deswegen wiederholen wir jetzt den Vorgang von vorhin. Dazu werde ich noch mal ein bisschen Politur auftragen und versuchen, jetzt im erneuten Poliervorgang mit dem Polierstempel hier im Vlies noch mal die Reste rauszuholen und so gut es geht, den Kratzer zu entfernen. Und die Überschüsse nehmen wir jetzt wieder mit dem gleichen Vlies von vorhin ab. Und der zweite Vorgang mit der Politur hat auf jeden Fall nochmal einen guten Fortschritt gebracht. So, also hier fing der Kratzer an und ging bis hier vorne. Also dieses Stück. Hier am Anfang sehen wir noch eine kleine Ecke und sonst sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Es sind nur noch kleine Spuren zu erkennen, wo der Kratzer gewesen ist. Deswegen geht es jetzt auch schon direkt mit der Finish-Politur weiter und die wird dann den Vorgang abschließen. Und deswegen gebe ich jetzt hier nochmal auf die Stelle, wo der Kratzer war, wo ich noch so ein bisschen Rückstände erahnen kann. Da gebe ich die Politur drauf. Und dann soll das Ganze, wie vorhin auch, mit dem Polierstempel poliert werden. Dazu ein sauberes Vlies nehmen, nochmal umwickeln und dann mit mittlerem Druck in kreisenden Bewegungen nochmal hier über den Kratzer gehen, um auch noch mal ein bisschen mehr Glanz zu erzeugen und vor allem auch noch mal die letzten Hologramme rauszukriegen. Oder generell, falls hier noch irgendwelche Rückstände sein sollten, versuchen wir diese jetzt noch mal mit der Finish-Politur rauszuholen, das Gesamtbild noch mal anzugleichen, dass es noch mal ein bisschen besser aussieht. Und deswegen einfach noch mal hier mit der letzten Politur das Ganze abschließen. So, ich würde sagen, dann schließen wir das Ganze jetzt ab und mit dem Vlies werden wir die Rückstände abgenommen. Ich würde jetzt, wenn wir auf normalem Weg poliert hätten, auf jeden Fall nochmal mit Isopropanol drüber gehen. Da wir aber Isopropanol hier nicht im Paket oder in der Verpackung mit dabei hatten und wir das Ganze so durchführen wollten, wie es der Hersteller vorgibt,
wird das Ganze jetzt halt nicht aufgetragen, sondern wir verlassen uns nur auf die Produkte, die hier mit dabei waren. Und deswegen bleibt Isopropanol jetzt auch weg. Und wie wir sehen, haben wir hier vorne noch die kleine Ecke, wo der Kratzer anfing, also wo ich den Schlüssel angesetzt habe. Und sonst sieht das Ganze schon richtig gut aus. Leichte Reste sind zu erkennen vom Kratzer, je nachdem, wie das Licht einfällt. Aber es ist schon definitiv eine ganz, ganz große Verbesserung. Und so wäre der Kratzer auf dem Autolack auch nicht mehr sichtbar. So ein Kratzer-Entferner-Set hat immer klare Vor- und Nachteile. Die Nachteile liegen hier für mich darin, dass ihr halt an die Produkte gebunden seid, die hier auch schon drin sind. Und ihr könnt euch euer Set nicht selber zusammenstellen, sondern ihr kauft euch hier das, ja, das Kratzerpaket. Und dann habt ihr halt die Polituren drinne und die Schleifblüten, die halt Sonax vorgibt. Die funktionieren auch gut, wobei ich auch sagen muss, der Kratzer, den wir heute hier erzeugt haben, der war halt aber auch schon sehr, sehr tief. Und da bin ich ein bisschen mit dem Schlüssel zu weit reingegangen, um ja halt auch ordentlichen Schaden zu erzeugen. War ein bisschen zu viel. Also ich musste da auch schon einige Minuten aufwenden, um hier mit der Hand einiges wieder rauspolieren zu können. Es hat gut funktioniert, auch wenn zum Schluss noch kleine Reste übrig geblieben sind, denke ich, dass das Gesamtergebnis hier gut ausgesehen hat, wenn man bedenkt, wie tief der Kratzer war. Für alle anderen Kratzer, die nicht ganz so tief sind, denke ich, wird das Set hier sehr, sehr gut funktionieren, da man in der Kombination mit den Blüten und also mit den Schleifblüten und mit den zwei Politurschritten doch sehr viel wieder rauspolieren kann. Man muss halt auch bedenken, wenn man mit der Hand poliert, ist das Ganze schon sehr aufwendig. Also das Ganze ist je nach Kratzer, je nach Lackzustand schon anstrengend und wie gesagt, man muss da ein bisschen Zeit mit aufbringen, um das Ganze wieder rauspolieren zu können. Allerdings ist das auch bei einzelnen Kratzern dann gut möglich, diese wieder zu entfernen. Zusätzlich ist es auch nicht immer notwendig, im ersten Schritt den Lack zu schleifen. Also wenn ihr Kratzer habt, die nicht ganz so tief sind und wo ihr den Kratzer mit dem Fingernagel nicht spürt, dann würde ich die Schleifblüte erstmal weglassen und ihr könnt einfach mit der ersten Politur beginnen und mit der zweiten Politur abschließen. Sollte das nicht ausreichen für den Kratzer, dann könnt ihr immer noch die Schleifblüten nutzen, um damit den Lack noch intensiver abzutragen und den Kratzer so zu entfernen. Da wir heute einen tiefen Kratzer hatten, habe ich alle Vorgänge so durchgeführt, wie es Sonax hier vorgibt, damit wir uns mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und das Endergebnis haben wir ja vorhin gesehen. Deswegen so viel zu diesem Video hier mit dem Kratzer-Entferner-Set von Sonax. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß in der Autopflege und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.